Hoher Synode, ich glaube, das sagt man hier so, habe ich gelernt, liebe Schwestern und Brüder Synodale. Vor etwas über einem Jahr haben Sie auf Ihrer konstituierenden Tagung einige Gesetze beschlossen und unter anderem in Aufnahme der Arbeitsergebnisse der AG Ordnung der geistlichen Leitungsämter ein neues Sprengelgesetz beschlossen. Ja, Sie sehen schon ein Ergebnis, demzufolge nämlich, sollte es mit Jahresbeginn anstatt der bisherigen 5 Propsteien noch 2 Bischofssprengel geben, im Norden und Erfurt im Süden, in denen jeweils ein Team von 2 Regionalbischöfinnen oder 2 Regionalbischöfen und idealerweise in der Mischung dann ihren Leitungsdienst als nicht einen Leitungsdienst zu sehen. Anders als im Süden, wo aus 3 Propsteien der Bischofssprengel Erfurt zu bilden war, begründeten mit Jahresbeginn die ehemaligen Propsteien Stendal-Magdeburg und Halle-Wittenberg den neuen Bischofssprengel Magdeburg. Na, Sie sehen ihn auch. Ich müsste jetzt ein Handzeichen geben, so war mir gesagt, dann würde das nächste Bild folgen. Den sehen Sie jetzt hier auf der Karte mit den dazugehörenden Kirchenkreisen, in denen aber nicht nur in der gewohnten alten Aufteilung von Nord und Süd, sondern eben gemeinsam in der Mischung im neuen Bischofssprengel Magdeburg gearbeitet wird. Seit nunmehr fast einem Jahr habe ich das ehrliche Vergnügen, zunächst als Stellvertreter für Propst Hackbeil bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im September und dann als amtierender Regionalbischof zusammen mit Bruder Dr. Schneider und gemeinsam im Bischofskonvent und natürlich mit einem von Anfang an gut funktionierenden Sprengelbüro den geistlichen Leitungsdienst für die EKM, für die Kirche, für die Kirchengemeinden und die Menschen darin zu versehen. Ich bin außerordentlich dankbar für diese Erfahrung und möchte schon jetzt der zu wählenden neunten Regionalbischöfin gratulieren für diese Entscheidung zur Kandidatur. Bis dahin ist noch etwas Zeit und es war unsere Aufgabe, zu diesem oder aus diesem neuen Bischof sprechen. Wir hatten zu einem 90-minütigen Referat zu unterhalten. Da hätte man eine ganze Menge Zahlen unterbringen können, Statistiken, Absturzkurven, zurückgehende Gemeindegliederzahlen, dafür steigende Zahlen von weltlichen Bestattungen von Kirchenmitgliedern und viele solcher Dinge. Und wir haben uns dann in letzter Minute umentschieden und wollen Ihnen in einer bunten Collage viele Stimmen, viele Bilder aus dem Sprengel zu Wort kommen lassen und hier zu zeigen, die aufstehen, die heute etwas mit beitragen zu diesem Bericht. Dann sehen Sie schon mal, wer mit dabei war. Vielen Dank. Ja, dafür wünsche ich jetzt schon mal gute Unterhaltung und wir freuen uns schon auf den anschließenden Austausch. Ja, seien Sie gespannt auf das Folgende, der Sprengel Magdeburg, das noch ganz unbekannte Wesen, aber so neu dann doch nicht, einfach ein Ausschnitt aus dem Gesamtbild der EKM. Wie für die EKM insgesamt passt auch auf den Sprengel Magdeburg das biblische Bild vom Leib und den Gliedern, Einheit und Vielfalt zugleich. Ein Blick auf die Vielfalt soll im Folgenden eröffnet werden und da beginnen wir einmal ganz im Norden und da kann ich ganz an die Begeisterung für den Filmausschnitt anknüpfen, der vorhin gezeigt wurde und bitte Michael Klemann um eine kurze Einführung und dann soll der Film folgen. Vielen Dank. Ja, liebe Schwestern und Brüder, als wir das geplant haben, da war uns nicht bewusst, dass es schon einen Ausschnitt dieses Films
Übungsräumen gibt. Das heißt, Sie sehen jetzt zumindest einen kleinen Teil nochmal wieder. Das ist jetzt nicht nur meinem Narzissmus geschuldet, aber Sie werden es aushalten. Die beiden Altmark-Kirchenkreise Stendal und Salzwedel arbeiten seit vielen Jahren in Kooperation auf vielen Handlungsfeldern. Und vor 5 Jahren haben wir begonnen, ein Stückchen eigentlich aus der Not, wie können wir unsere Region attraktiver machen, Imagefilme zu drehen. Und einen kleinen Zusammenschnitt dieser Filme wollen wir jetzt zeigen. Und ich sage mal, Mats ab. Wir sind in Lindstedt in der Altmark im alten Pfarrhaus. Aber die Sachen laufen nicht mehr ganz so alt, wie es immer mal war, sondern obwohl ich schon lange hier bin, bin ich an meine Grenzen gekommen. Wir haben immer mehr gemerkt, dass es schwer ist, einzelne Personen zu finden für den Kirchengemeindeverbandsrat. Einer soll für das Dorf sozusagen Verantwortung übernehmen, allein in diesem großen Rat. Das will keiner mehr übernehmen. Die Verantwortung ist zu groß. Mein Augenmerk war viele, viele Jahre wirklich auf die Generation gerichtet, die eifrig in die Gottesdienste kam. Aber wie überall werden da immer weniger. Und ich habe gesagt, ich muss die Familien, ich muss die Kinder, ich muss die jungen Frauen irgendwo wieder so irgendwie in die Mitte bringen und zur Nähe zur Kirche, dass da entsteht, was entstehen soll. Was entstehen soll, weiß man manchmal auch als Pfarrerin gar nicht. Aber man muss einfach mit den Menschen wieder ins Gespräch kommen. Also ich habe wieder Konfirmanden gefunden, die auf einmal da sind, auch aus Häusern, wo überhaupt niemand kirchlich ist. Die unterstützen aber ihre Kinder. Habe ich jetzt gerade eine Konfirmandin und die Taufe vor 2 Wochen gehabt. Es war wunderschön. Ich habe wieder Menschen entdeckt, die ich einfach aus der Optik verloren hatte. Oder auch ganz kirchenferne, die sagen, na klar, machen wir mit. Wir haben früher immer gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich denke, wir müssen das umdrehen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wir sind hier im Jugendclub Eckstein und das ist ein Teil vom Verein Lebendige Steine. Wir haben hier ein soziokulturelles Zentrum, wo wir einen Kids-Bereich haben, einen Jugendbereich haben, eine offene Sozialarbeit mit einer christlichen Motivation. Wir haben zunächst den offenen Clubbereich, das heißt, wir haben mehrere Tage die Woche einfach geöffnet, dass Kinder und Jugendliche hier aus dem Stadtteil herkommen können, ihre Zeit verbringen können, sinnvoll ihre Freizeit gestalten können, Möglichkeiten vorfinden, die sie sonst zu Hause nicht haben. Darüber hinaus unterstützen wir da, wo Hilfe nötig ist, also wenn irgendwie Hunger da ist oder klamottentechnisch irgendwie Herausforderungen bestehen, dann unterstützen wir das ganz gerne. Und wir versuchen, so gut wie es geht, auch Förderungen möglich zu machen, das heißt, Kids zu unterstützen in ihrer persönlichen Entwicklung. Und die Frage ist, definieren wir uns tatsächlich über diese äußeren Parameter, Mitgliedszahlen, Kirchensteuerzahler und Ähnliches, oder definieren wir uns vielleicht als Kirche ganz neu, nämlich darüber, wo werden wir gebraucht in dieser Gesellschaft, wo haben wir unseren Platz, wo können wir das, was wir gut können, einbringen. Und ich denke, Christenmenschen können sich gut in Beziehungen einfinden, können Beziehungsarbeit leisten, können etwas von menschlicher Nähe weitergeben und anbieten. Und das, was uns Jesus ans Herz gelegt hat, unter dem schlichten Stichwort Nächstenliebe, das praktisch umzusetzen. Initiativen innerhalb des Propstsprengels auch offen waren, Gottesdienste zu machen, weil wir einfach den Platz hatten. Und dieser Platz sollte auch ausgenutzt werden von der Landeskirche. Nicht, dass wir uns labyrinthisch miteinander verlieren dabei, sondern dass wir immer mehr zusammengefügt werden in die Mitte, wie das chartrische Labyrinth da vor dem Dom uns zeigt. Das ist etwas, ein Angebot dann hier, was natürlich wo die Domgemeinde nur ein Teil ist, denn die Landeskirche und Propstsprengel haben ja auch Verantwortung. Und ich denke, wir können, wenn wir das Gewölbe aufspannen für alle, gucken, wie wir auch gemeinsame Verantwortung, nicht finanziell, das macht der Staat zum größten Teil, aber vor allem auch liturgische und inhaltliche Verantwortung für diese Kathedrale dann sehen, damit sie also auch genutzt wird, kein dunkles Loch im Hintergrund bildet, sondern nicht das unbekannte Wesen, sondern lichtvoll und erfüllt für alle innerhalb des Propstsprengels und der Landeskirche. Die Lichtvolligkeit kann man hier auch sehen, wie wir ihn jetzt momentan auch ausstatten können.
So, und das ist das Ende für den Dom. Behalten Sie ihn gut in Erinnerung. Und liebe Synodale, liebe Mitsynodale, liebe Landeskirche, nehmt ein bisschen mehr liturgische Verantwortung für unseren Dom gemeinsam wahr. Dankeschön. Ist egal. Mir ist das egal. Ein bisschen drüber. Wollen Sie anfangen oder fange ich an? Oder wie macht man das? Ach so, gut, genau. So, liebe Schwestern und Brüder, ich wurde vorhin gefragt, ob ich die Rolle unseres Superintendenten Andreas Berger heute hier übernehmen könnte. Er ist leider krank geworden. Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung und alles Gute. Ich muss sagen, es ist ja mein Superintendent in meinem Kirchenkreis mit. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Ich fahre eine Stunde bis zur Subtur, aber das ist mir trotzdem die Sache wert im Ehrenamt. Es ist eine nette Zusammenarbeit und er ist ein großer Vordenker. Sie werden es bei manchen Dingen hier erleben. Zwei Punkte zum Vorstellen des Kirchenkreises, die Sie vielleicht auch, was Sie bestimmt interessieren wird und wo Sie vielleicht auch etwas mitnehmen können. Ich sage gleich, haben Sie etwas Verständnis für mich? Ich kenne die Präsentation nicht weiter, aber wir werden uns da schon irgendwie arrangieren. Also es sind zwei Punkte, einmal die Heimvolkshochschulen. Wir sind da reich gesegnet auf unserem Gebiet, nämlich mit zwei, einmal Alterode und einmal Donndorf. Das ist schon eine große Herausforderung. Beide sind selbstständige kirchliche Werke und anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung in beiden Bundesländern. Getragen werden sie von Trägervereinen, aus staatlichen Zuschüssen finanziert, Einnahmen von Übernachtung, Bildung, Spenden und, und. Das ist nicht einfach, aber wir haben es bis jetzt ganz gut überstanden. Gegründet wurde Donndorf 1991, Alterode 94. Ausgehend von der Idee des lebenslangen Lernens stammt das Konzept ursprünglich aus Dänemark, was dann umgesetzt wurde, hier nach der Wende dann. Und es kommt gut an, neben Kursen in den Bereichen politische Bildung, Gesundheit, Geschichte oder kreatives Gestalten werden die Volkshochschulen auch für Klausuren genutzt, von Gemeindekirchenräten, Proben, von Kirchenchören und. Also es ist eine breite Palette, die dort möglich ist. Die Fortbildung der Kirchenältesten und. Interessant ist vielleicht noch, dass beide Einrichtungen so circa 8.500 Übernachtungen im Jahr haben. Und das lässt sich eigentlich sehen. Die Stellen werden zum Teil 25% einer Stelle des Gemeindepfarrers in Wiehe und einer Studienleiterstelle im Kloster Donndorf mit wahrgenommen, sodass es eine gute Durchmischung ist. Ich würde jetzt als nächsten Punkt zu den Lutherstädten kommen. Sie wissen, dass in Eisleben Martin Luther geboren und gestorben ist. In Mansfeld ist er zur Schule gegangen. Und für diese Lebensstationen gibt es gute, auch zum Teil neu erbaute Museen, wie Luthers Geburtshaus, das Sterbehaus und in Mansfeld das Museum Luthers Elternhaus. Eng verbunden mit dem Leben von Luther sind natürlich auch Kirchen, etliche Kirchen in Mansfeld und ganz besonders auch die Taufkirche in Eisleben. Die Marktkirche St. Andreas, wo noch die originale Lutherkanzel erhalten ist und er dort die letzte Predigt hielt.
Erwähnen möchte ich auch die Annenkirche mit dem Kloster, das Martin Luther 1516 eingeweiht hat. Für die Kirchengemeinden in der Innenstadt von Eisleben, wo es 4 gotische Kirchen für überschaubare Gemeinden gibt, stand die Frage einer Nutzung der einzelnen Kirchen. Und das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt, finde ich, denn 2 Kirchen davon rückten dann in den Mittelpunkt. 2012 das Zentrum Taufe und 2022 das Kolumbarium in der St. Nikolai-Kirche. Eine besondere Umgestaltung erfuhr eben diese Petri-Pauli-Kirche als Taufzentrum direkt. Und ich muss dazu erwähnen, dass im Prinzip ca. 300.000 Menschen diese Kirche dann auch besucht haben. Und es finden sehr viele Gemeindegruppenführungen, Workshops und statt. Es gibt dort einen richtigen Taufbrunnen, den erkennen Sie dort. In dieser Zeit wurden 89 Taufen dort vorgenommen, 60 am Taufstein dann. Also das ist schon etwas Besonderes. Die Nikolaikirche, das ist der nächste Part, genau, wurde 1973 aufgegeben und verfiel bis 90. Es hatte sich ja dann einfach keiner drum gekümmert. Danach gab es Sanierungsarbeiten, aber auch ein Konzept für eine Nutzung der Kirche. Ab 16 gab es dann intensive Überlegungen für eine Doppelnutzung, nämlich zum einen das Kreiskirchenarchiv und zum anderen das Kolumbarium. Und das ist eigentlich schon eine große Herausforderung gewesen. Es gab zum Beispiel auch einen MDR-Beitrag über dieses Kolumbarium. Vielleicht hat es auch der eine oder andere von Ihnen gesehen. Da wurde es vorgestellt. Also das heißt, dort in diesem Kolumbarium, das ist übrigens die erste Kirche, die als Kolumbarium in Sachsen-Anhalt genutzt wird, bieten wir 1200 Urnenplätze an. Sie sehen diese Schränke dort und in diesen Schränken kann man dann Plätze, Urnenplätze käuflich erwerben. Es gibt dort unterschiedliche Kategorien. Man kauft oder kann seinen Platz zu Lebzeiten kaufen. Und ich war selbst überrascht, es ist ein sehr großer Andrang. Denn es sind ja doch viele Ältere, die ihre Kinder weit weg wissen und die sagen, dort ist mein Platz, das war eine schöne Kirche, dort möchte ich bleiben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eben dieses Archiv, was dann auch alles im Prinzip gut sortiert wird. Und das sind ungefähr so 1000 Meter laufende Akten, können dort untergebracht werden. Es sind Archivräume, Arbeitsräume. Das ist eigentlich eine gute Mischung und damit ist eine Kirche vor dem Verfall gerettet und hat einen guten Zweck. Ich würde an dieser Stelle aufhören und würde aber dann auch mit Fragen beantworten oder wie auch immer. Ebenfalls im Bereich des Sprengels Magdeburg liegt die Theologische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wenn Sie mir das gestatten zu sagen, eine der schönsten theologischen Fakultäten, die wir in Deutschland haben. Wir, danke. Wir blicken auf eine lange Geschichte zurück, 1502 in Wittenberg gegründet, dann auf, ich sage das mal neutral, verschlungenen Pfaden nach Halle gekommen. Und haben wir insgesamt bedeutende Gelehrte in unseren Reihen gehabt. Ich nenne nur einige wenige, Dr. Martin Luther, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, wenn Sie sich da einmal den Vornamen verheddert haben, kommen Sie nie wieder raus, und Wilhelm Gesenius, den würden Sie
Das ist Herr Schleiermacher und einmal weiter bitte. Eben Wilhelm Gesenius, der auch in Halle begraben liegt. Den meisten Theologinnen und Theologen sieht, ist er so im Begriff. Und heute sieht er so aus. Also, es sind auch ein paar Worte dazugekommen. Also soll keiner sagen, es gäbe keinen Fortschritt. Wir haben aber natürlich nicht nur Geschichte, sondern auch eine Gegenwart an der Theologischen Fakultät, in der ich glaube, dass unsere Fakultät Maßstäbe setzt und Impulse gibt. Eben das nächste Bild. An keiner theologischen Fakultät würde ich behaupten, arbeiten die Fächer Altes Testament, Neues Testament und Bibelwissenschaften eben gemeinsam an einer Epoche, die wir so neutral hellenistisch-römische Zeit nennen oder neudeutsch Second Temple Period, also die zweite Tempelära. Meistens verlaufen die Forschungsbereiche anhand der Kanongrenze, sodass eben was so dazwischen ist, in der Regel irgendwo in einem dunklen Loch verschwindet. Wir ermöglichen unseren Studierenden auf diese Weise Dinge kennenzulernen, die sonst ein bisschen zwischen die Stühle fällt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die kirchliche Zeitgeschichte. Ich glaube, dazu muss ich an der Stelle jetzt wirklich nicht viel sagen. Das nächste, dann das Forschungszentrum Religiöse Kommunikationsprozesse in der Säkularität ist bei uns angesiedelt und wird ja jetzt demnächst noch durch das Gemeindekolleg der Vägt erweitert. Und dann haben wir ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Würden Sie noch einmal? Danke. Ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, nämlich die Professur der Ostkirchenkunde, die wir hoffen, jetzt nun in diesem Jahr wieder besetzen zu können. Und ich denke, dass das gerade in einer Zeit, in der gegenwärtigen Zeit, in der wir es mit einem von Russland geführten Krieg zu tun haben, der ja nun mit kirchlicher Sanktionierung auch geführt wird, dass eine Auseinandersetzung mit orthodoxer Theologie und eine Kenntnis von orthodoxer Theologie, und zwar über Russland hinaus, durchaus gut und hilfreich ist. Das ist so einmal unsere Gegenwart. Wir gehen natürlich auch in die Zukunft. Bei uns studieren die Pfarrerinnen und Pfarrer der Zukunft. Dabei ist uns natürlich eine grundlegende theologische Ausbildung wichtig, die eben zu eigenständiger theologischer Reflexion befähigt. Ich selbst tue das im Bereich der Bibelwissenschaften und das eben durchaus auch aus meiner Erfahrung im Pfarramt heraus. Also ich bin nicht einfach von der Uni in die Uni, sondern war zwischendurch einige Jahre in eigenem Pfarramt, auch in zwei verschiedenen Ländern in Europa. Und aus dieser Erfahrung heraus bin ich der Überzeugung, dass in einer Kirche, die sich sola scriptura auf die Fahnen schreibt und in der Sonntag für Sonntag Bibeltexte von der Kanzel gepredigt werden und sich Unterrichtsreihen auf Bibeltexten aufbauen, eine verantwortungsvolle Bibelexegese grundlegend und durch nichts zu ersetzen ist. Soweit der Werbeblock dazu. Schauen wir nicht nur in die Zukunft, sondern eben auch in die Gegenwart. Und deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle eben auch zum Schluss gerne einladen. Kommen Sie auf die Professorinnen und Professoren unserer Fakultät. Und ich glaube, das kann ich auch für die Jenenser Kolleginnen und Kollegen sagen. Kommen Sie auch auf diese zu. Wir laden Sie uns ein in Synoden, Pfarrkonvente, Gemeindekreise, um Gesprächspartner zu haben und miteinander auch theologische Fragen zu diskutieren. Das wäre mein Gesprächsangebot an Sie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich möchte über die ökumenischen Partnerschaften im Sprengel sprechen. Der Sprengel blickt auch über den Tellerrand in die Welt. So gibt es zahlreiche Gemeinde- und Kirchenkreispartnerschaften mit Tansania und auch mit Indien. Von Halberstadt bis nach Bad Liebenwerda engagieren sich viele Menschen im interkulturellen Austausch und lernen seit Jahrzehnten voneinander, indem sie sich besuchen, füreinander beten und miteinander Projekte durchführen, Glauben und Leben teilen. Manche Partnerschaftskontakte sind älter als 40 Jahre.
Es gibt viele Freundschaften, die geknüpft wurden, die sich auch nachhaltig für die Verbesserung der Lebensumstände von Menschen weltweit einsetzen. Und haben Sie dabei bitte nicht diese Einbahnstraße von der sogenannten Entwicklungshilfe vor Augen. Die Partner im globalen Süden beten beinahe täglich für uns. Während der ersten Corona-Welle zum Beispiel kamen zahlreiche Gebete per E-Mail, per Telefon, per Messenger an uns, die uns erreichten. Und auch jetzt in Zeiten des Krieges in Europa denken unsere Geschwister im Gebet stets an uns. Weiter. Auch junge Menschen sind aktiv in der Partnerschaftsarbeit, zum Beispiel in Halberstadt, in Haldensleben, rund um Halle, Merseburg und Naumburg-Zeitz gibt es langjährige Schulpartnerschaften. Jugendliche begegnen sich, lernen voneinander, bleiben im Kontakt und verbunden. Auch meine erste intensive Begegnung mit Kirche in christlicher Gemeinschaft war mit Menschen in Tansania im Kontext eines Schülerinnenaustausches. Über die sehr prägende Erfahrung im Jugendalter wird sehr viel angestoßen. Weiter. Das erleben wir auch im internationalen Freiwilligenprogramm. Zum Beispiel die Wittenbergerin Anna Lu war vor Jahren freiwillig in Tansania und engagiert sich seither mit zu den Themen Frieden und Gerechtigkeit hier und weltweit. Philipp aus Halberstadt zum Beispiel absolvierte seinen Dienst in einem diakonischen Projekt in Tansania und entschied sich danach, einen sozialdiakonischen Beruf zu erlernen bei einem kirchlichen Träger. Oder Nina aus der Altmark arbeitet in einem christlichen Heim in Indien und hinterfragt seither ihre globale Verantwortung im alltäglichen Leben. Sie schrieb zum Beispiel aus Indien: Ich begreife bei weitem nicht, was es heißt, hier zu leben, aber ich möchte immer wieder versuchen zu verstehen. Ich möchte diese wertvolle Chance nutzen, um zu lernen über mich, mein Reichtum, Armut, Stärke, Glaube, Hoffnung und Menschlichkeit. Und gerade bereitet sich Eva aus Burg auf einen Freiwilligendienst in Tansania vor. Sie wird in einem Projekt für marginalisierte Frauen in Tansania arbeiten. Seit 10 Jahren werden aus den Partnerkirchen im globalen Süden auch junge Menschen durch das Missionswerk in den Sprengel vermittelt, zum Beispiel nach Neinstedt, nach Halle, nach Magdeburg oder auch neuerdings nach Wittenberg. Dort arbeitet beispielsweise Harriet, eine Freiwillige aus Tansania, in der Konfirmandenarbeit mit. In Magdeburg Süd freut sich die Gemeinde momentan auf James, einem Freiwilligen aus Indien, der sowohl in der Gemeinde als auch in der Jugendarbeit im Seilgarten eingesetzt sein wird. Und hier auf dem Bild sehen Sie Philipp aus Tamil Nadu in Indien, der in den frankischen Stiftungen im Museumsbereich mitarbeitet und einer der wenigen Menschen ist, der noch die alttamilische Schrift lesen kann und nun dabei unterstützt, die zum Teil 300 Jahre alten Schriften zu katalogisieren. Ein ehemaliger Freiwilliger sagt im Anschluss an seinen Dienst in Halle: Das Freiwilligenprogramm ist eine Chance zur Aufklärung und Sensibilisierung. Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Hintergründen werden miteinander in Kontakt gebracht. Dies beseitigt die Angst vor dem Unbekannten und fördert das Verständnis dafür, was es bedeutet, weltweit unterschiedlich, aber gleichberechtigt und gleich zu sein. So wird der Rassismus an den Wurzeln ausgerottet. Jeden Freitag organisiert Pfarrer Simon in Haldensleben ein Friedensgebet. Und so tun es viele Gemeinden seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Zusammen stehen viele ChristInnen im Sprengel Magdeburg regelmäßig für Frieden in der Ukraine und weltweit ein. Viele Gemeinden engagieren sich auch mit Hilfsaktionen und Spenden. Das Lotharkreisliche Ökumenezentrum in Magdeburg pflegt die Kontakte zu unseren PartnerInnen in Osteuropa und ist gerade jetzt wichtige Ansprechpartnerin zum Thema Frieden. Und Hoffnung spenden auch die neu gepflanzten Bäume im Sprengel.
KonfirmandInnen pflanzen nach dem Vorbild der Norddiözese in Tansania Bäume, zum Beispiel in Arendsee, Hartmarsleben und bald auch in Wernigerode, Merseburg und anderswo. So, genau. Beim Überlegen kam ich darauf, dass das, was ich sagen wollte, eigentlich ganz gut zusammenzufassen ist unter einem Schlagwort: Zusammenarbeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das ausgesucht habe, um darüber zu reden, sondern es kam irgendwie quasi von selbst. Zwei Beispiele der Zusammenarbeit. Und dazu gleich. Genau, die AG Digitale Kirche in unserem Kirchenkreis. Wir trafen uns während des ersten Lockdowns mit Kolleginnen und Kollegen aus unserem Kirchenkreis, Berufsgruppen und Regionen übergreifend, weil wir überlegt haben, was können wir denn jetzt unter diesen etwas komischen Bedingungen trotzdem noch tun. Trafen natürlich auch im virtuellen Raum in dem Fall und nicht so persönlich. Daraus hat sich dann die AG Digitale Kirche entwickelt und da darf ich dann auch dazugehören. Das war eine sehr spannende Sache. Ich habe ziemlich viel über Technik und Medien und so weiter gelernt und uns allen ging das so. Und wir haben uns aber auch besser als Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Man hatte mal mit Menschen zu tun, die man sonst halt nicht sah, weil die nicht zu der eigenen Region gehören. Man hat sich auch in völlig anderen Zusammenhängen mal ein bisschen kennenlernen können und auch schätzen lernen können. Das fand ich sehr bereichernd. Bedingt durch die Pandemie haben wir erstmal halt nur im hauptamtlichen Kreis das Ganze gemacht, weil man ja da noch nicht so wusste, wie kann man Ehrenamtliche einbeziehen, wenn man sich eigentlich gar nicht treffen kann. Und wir durften ja unserer Arbeit nachgehen und dann haben wir das so gemacht. Bei Livestreams zum Beispiel waren aber auch immer Ehrenamtliche einbezogen. Aber jetzt stehen wir im hauptamtlichen Kollegenkreis so ein bisschen vor der Herausforderung, wenn alles wieder in Anführungszeichen normal läuft, wie finden wir noch die Möglichkeiten, die Kapazitäten, das andere weiterzuführen, was uns nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, wo wir aber jetzt merken, wir stoßen extrem an unsere Grenzen. Für den eigenen Arbeitsbereich, ja, kann man vielleicht da noch so ein bisschen weiterdenken, weiterplanen, aber dieses Übergreifende, was eigentlich genau das Schöne war, das kriegen wir jetzt momentan noch nicht mehr so richtig hin. Da müssen wir überlegen, wie kriegen wir das hin? Und das ist unsere große Frage zurzeit. Wie geht es weiter? Sicherlich auch weiter durch die Einbeziehung von Ehrenamtlichen. Da hatten wir jetzt gerade vor ein paar Tagen am Dienstag uns nochmal virtuell getroffen und überlegt, was müssen wir jetzt eigentlich vielleicht machen. Wir würden uns aber auch sehr wünschen, oder ich wünsche es mir, dass wir hier in der EKM diese digitale Arbeit und mediale Arbeit auch wirklich als einen grundsätzlichen Bestandteil mitsehen, der dann auch sich vielleicht in den Dienstbeschreibungen wiederfinden kann, nicht als Konkurrenzangebot, sondern als Ergänzung, wie es auch gestern schon teilweise angeklungen ist. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, weil es einfach genauso wie die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Begabungen und menschlichen Persönlichkeiten sich bereichert, ergänzen und bereichern sich eben auch die traditionellen Angebote und die digitalen Angebote. Ein anderes Beispiel aus der Zusammenarbeit ist eine kirchenkreisübergreifende Posaunenchorleiterausbildung, die wir jetzt in 2021 und 2022 im nördlichen Teil der EKM hatten. Das war ein Ausbildungskurs für nebenamtliche PosaunenchorleiterInnen. Wir haben uns an mehreren Samstagen getroffen. Es wurde Theorie und Praxis der Posaunenchorleitung erarbeitet. Und das war jetzt ein in sich geschlossenes Kurssystem und als solches passierte das erstmals in der EKM. Sonst waren es kompakte Lehrgänge über ein Wochenende oder zum Beispiel auch einzelne Impuls- und Konsultationstage für die D-Ausbildung. Durchgeführt wurde der Kurs von Landesposaunenwart Frank Plewka, Carsten Mieseler aus dem Kirchenkreis Egeln und mir. Diese Ausbildung, die war sowohl für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch für uns als Unterrichtende sehr gewinnbringend. Wir haben miterleben können, wie Fortschritte gemacht wurden im Dirigentischen und auch in den anderen Fächern. Und die große Stärke war, über diese längere Zeit, die man da miteinander gelernt und sich gelernt hat und sich begegnet ist, sind diese Menschen auch zu einer Gruppe geworden.
Und das ist eine ganz tolle Sache, weil dieses gewachsene Miteinander auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Posaunenchören weiter verstärken und dann einfach bereichern wird. Wenn man sich kennt, freut man sich immer mal wieder, sich zu sehen und dann miteinander zu musizieren. Das heißt, es sind auch nicht so viele Hemmschwellen, mal zu sagen, lieber Nachbar Posaunenchor, habt ihr nicht Lust, bei uns mal mitzumachen oder umgekehrt. Das finde ich sehr schön. Abgeschlossen wurde der Kurs mit einer öffentlichen Andacht, zu der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle ein Stück erarbeiteten und dann auch öffentlich dirigierten. Das war natürlich auch mit ziemlich viel Herzklopfen verbunden, aber das haben sie alle sehr gut gemacht. Am 9. April, ist also noch gar nicht so lange her, haben 10 Personen die Klausur zu den theoretischen Fächern geschrieben und mit überwiegend sehr erfreulichen Ergebnissen bestanden. Die praktischen Prüfungen, die wird es dann demnächst in den heimischen Posaunenchören geben, dann kennen Sie auch Ihre Bläserinnen und Bläser und wissen, was man dann mit denen machen kann. Das wird bestimmt auch sehr gut werden. Mein Fazit: Zusammenarbeit bereichert. Und wenn Menschen auf den etwas übergeordneten Ebenen wie Kirchenkreisen oder auch auf noch größerem Gebiet zusammenarbeiten, dann kann es zunächst erstmal so wirken, als wenn die Arbeitskraft dann irgendwo verschwindet und gar nicht mehr der einzelnen Gemeinde zugutekommt. Aber wenn die Zusammenarbeit dann dazu dient, dass man entweder nicht alles immer vor Ort selbst machen muss, sondern sozusagen auch man was von anderen übernehmen kann, oder aber eben auch die Ehrenamtlichen, wie im Fall der PosaunenchorleiterInnen, dann für ihren Dienst ausgebildet und gestärkt werden, kommt die Arbeit unter Umständen letztlich mehr Gemeinden zugute, als wenn man jetzt nur in einer Gemeinde gewesen wäre und da dann was gemacht hätte. Vielen Dank. Ja, verehrtes Präsidium, liebe Schwestern und Brüder, ich stehe hier, weil das Seelsorgeseminar der Mitteldeutschen Kirche in Halle liegt und das gehört zum Propst-Sprengel Magdeburg. Das ist jetzt Zufall, insofern vertrete ich hier natürlich die gesamte Landeskirche und dieses Haus, in dem ich seit 3,5 Jahren arbeite. Sie werden ein paar Eindrücke, ein paar Bilder sehen von diesem Seminarhaus. In Halle in den Frankischen Stiftungen gelegen, das älteste Kinderkrankenhaus Deutschlands, 301 Jahre alt, ein ausgesprochen schönes Gebäude, was finde ich, gut gewählt wurde, auch wenn es nicht barrierefrei ist. Damit müssen wir leben und können wir auch leben. Ein Ort, wo wir mit in 11 Gästezimmern Kursteilnehmende beherbergen können und sie in Seelsorge aus- und fortbilden können. Was tun wir da? Wir wollen Hauptamtliche und auch Ehrenamtliche schulen, Menschen zu begleiten, seelsorglich zu begleiten, in die biografische Weite, also über das Leben ins Gespräch zu kommen, in die existenzielle Tiefe, über Lebenserfahrung, über Schmerzliches, über Freudiges zu sprechen, aber auch den Weg in die Zukunft, den nächsten Schritt anzuschauen. Also das heißt, wir wollen Menschen darin schulen, aufmerksam zu sein für das, was ein Mensch erwartet und sucht, wenn er einen Seelsorger, eine Seelsorgerin anspricht. Ein paar Bilder gibt es, damit Sie einfach ein paar Eindrücke kriegen. Es sind 7 Fotos, 7 Bilder und aus dem Krankenhaus, also aus dem alten Kinderkrankenhaus, dem jetzigen Seelsorgeseminar der EKM. Wen bilden wir aus? PfarrerInnen und Pfarrerinnen und Pfarrer, VikarInnen, Diakone und Diakoninnen, auch Gemeindepädagogen und Gemeindepädagoginnen, Ehrenamtliche, Mitarbeitende im Verkündigungsdienst, die interessiert sind, eine Seelsorgeausbildung zu machen. Und wir kommen auch in Konvente und in Gemeindegruppen, um sie zu unterstützen oder zu einem Thema mit ihnen zu arbeiten. Wir haben verschiedene Kooperationspartner, zum Beispiel das PTI, das DBI, wo die Diakone und Diakoninnen ausgebildet werden, das Predigerseminar, die Seelsorgeseminare anderer Landeskirchen, vor allem in den östlichen und alten und neuen Bundesländern, natürlich auch im Kontext unseres Dachverbandes der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie. Dort in den Fachverbänden haben wir Partnerschaften und dort
finden wir auch Partner, mit denen wir auch arbeiten können. Sie können gerne das nächste Bild machen. Ich darf ja 3-4 Minuten sprechen und es sind 6-7 Bilder. Es kommt nicht auf die Reihenfolge an oder auf den richtigen Moment. Ja, also wir bilden aus Seelsorge für Gemeinde, für den Gemeindedienst, aber auch Seelsorge, für die Seelsorge in sogenannten funktionalen Diensten oder Sonderseelsorge, Spezialseelsorge. Es gibt ganz verschiedene Bezeichnungen dafür, also für verschiedene Bereiche. Und es gibt sozusagen eine Tradition, die ist im Osten Deutschlands begründet. Das ist die klinische Seelsorgeausbildung. Und da möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen und sagen, das heißt, es ist eine praxisbezogene Ausbildung, Clinical Pastoral Training. Also ein Training in der Praxis, die pastorale Fähigkeit im Gespräch zu schulen. Keine Krankenhaus- oder Klinikseelsorgeausbildung ist es, sondern eine klinische, eine praxisbezogene, gruppendynamische, selbsterfahrungsbezogene Ausbildung, die methodenplural ist und darauf abzielt, Menschen in ihrem So-Sein, wie sie sind, zu schulen als Instrument der Seelsorge. Wir sind ja unterschiedlich mit Temperament und Gaben ausgestattet und das wahrzunehmen und damit zu arbeiten, natürlich auch Methoden zu erlernen, das ist das Ziel der KSA-Ausbildung, einem recht umfangreichen Ausbildungsprofil, für das es Standards gibt, an die wir auch gebunden sind. Wer bildet aus? Ist vielleicht auch noch eine wichtige Frage. Das sind zunächst mal vor allem der Studienleiter Veljko Myntinen und das bin ich. Wir beide sind sozusagen die Leitenden in Kursen, in vielen Kursen, aber längst nicht in allen. Wir haben auf unserer Homepage 23 Mitarbeitende, die Sie mit Bild und Titel oder Name lesen können und mit denen wir Kurse verantworten und also, dass wir die Kurse überhaupt machen können. Was wir noch anbieten an dem Seminarhaus ist, das gibt ein Reformprojekt für die pastoralpsychologische Weiterbildung in Supervision. Die EKM bzw. das Seelsorgeseminar hat zum zweiten Mal den Zuschlag deutschlandweit bekommen, von der DGFP-Sektion KSA dieses Kursausbildungsmodell anzubieten. Warum ist das so wichtig und so schön, dass es gelungen ist, das nach Halle zu holen? Weil wir dort wiederum Supervisorinnen und Supervisoren ausbilden, die dann auch Kursleiterin werden für Seelsorge und wir quasi den Nachwuchs auch fördern. Jetzt möchte ich etwas sagen, was für Sie auch wichtig ist und für mich auch ein Herzensanliegen. Die Frage ist, können wir Ehrenamtliche und wie können wir Ehrenamtliche in die Seelsorge einbeziehen, damit wir eine seelsorgliche Kirche sind und unsere Gaben entfalten können? Und natürlich machen wir das. Seelsorgeausbildung für Ehrenamtliche geschah und geschieht ja an vielen Orten in der Landeskirche. In Kirchenkreisen gibt es das, in Gemeinden, in einigen Kliniken. Und es gibt auch einen Kurs, der am Seelsorgeseminar läuft, wo man über etwa 1,5-2 Jahre bei dem Besuch von 6 Modulen und, sage ich mal, 84 Einheiten, 84, jetzt muss ich mal überlegen, also es ist recht umfangreich, sind 6 Wochenenden von Freitag bis Sonntag, eine Ausbildung machen kann und in Basismodulen geschult wird für die Begleitung von Menschen. Das wird sehr gut angenommen. Ich habe mal den Flyer mitgebracht. Ich lege ihn vielleicht dann da hinten auch hin für dieses Jahr. Wir haben 2021 und 2022 auch schon 20. 20 haben wir damit begonnen. Nein, lassen Sie mich überlegen. 19. Ich habe 18 angefangen. 19. Und wir haben im Durchschnitt 10 Teilnehmende in jedem Kurs. Also der Kurs ist voll. Sogar übervoll und durch das digitale Angebot im letzten Jahr konnten wir sogar zum Teil 12 oder 13 in den Kursen haben und mit ihnen arbeiten. Das ist ein Angebot für Interessierte aus der gesamten Landeskirche, aus ganz verschiedenen Kontexten. Da kommen auch nicht nur Christenmenschen, da kommen auch mal Menschen aus dem Hospizbereich oder aus einem Pflegeheim, die sagen, ich möchte was lernen im Umgang mit Menschen. Kann ich das hier lernen? Und damit ist auch schon ein Punkt benannt, ist, glaube ich, wichtig, solche Ausbildungen anzubieten, die auch offen sind für Menschen, die sich dafür interessieren, aber vielleicht noch gar nicht selbst so ganz gezielt in einem christlichen Kontext arbeiten wollen, aber sagen, ich kann hier was lernen für meine Arbeit. Und wir bringen Sie in Berührung mit dem Thema, wie ist das eigentlich mit Menschen auch in der Begleitung von Menschen, über die Frage nach dem Sinn, nach dem Woher und Wohin zu arbeiten und zu sprechen, über den Glauben und die Spiritualität eines Menschen. Was braucht es für ehrenamtliche Ausbildung? Also immer eine gute Ausbildung und eine Einbindung in eine Gemeinschaft, das heißt in eine Lerngruppe. Die muss nicht ganz fest sein, aber das fördert einfach das Lernen und den Zusammenhalt. Das haben wir eben auch schon von dem anderen Bereich der Posaunenleiterausbildung gehört.
Aus meiner Sicht braucht es auch eine örtliche oder eine Einbindung in einen Sozialraum oder die kontextuelle Einbindung, also ein Aufgabenfeld, wenn man so will. Also für die Gemeindeseelsorge sich schulen zu lassen für seelsorgliche Gespräche oder fürs Krankenhaus oder Altenheim. Und das heißt, es braucht auch einen Auftrag, wenn man mit der Ausbildung fertig ist. Und eine Aufgabe und eine Begleitung. Und diese Dinge weiterzuentwickeln, dazu sind wir angewiesen auf Ihr Interesse, auf Ihre Lust, vielleicht ein Probeprojekt zu machen, ein Erprobungsprojekt zu machen, zu sagen, wir wollen in unserem Kirchenkreis, wir wollen für unsere Altenheime gerne ehrenamtliche Schulen, wie können wir das machen, können Sie uns dabei unterstützen. Das heißt auch, dass wir vielleicht als Pfarrerinnen und Pfarrer unser Bild von uns als Seelsorgenden vielleicht verändern müssen, nämlich dass wir abgeben müssen, teilen, vielleicht auch uns klar machen müssen, welche Aufgabe haben wir und haben Pfarrerinnen und Pfarrer in der Gemeinde, in der Seelsorge und welche Aufgaben können Ehrenamtliche übernehmen. Um auch diese Ausbildung in die Breite der Landeskirche zu tragen, möchten wir gerne Seelsorgerinnen und Seelsorger schulen, die schon eine KSA-Ausbildung haben oder eine vergleichbare Ausbildung zusätzlich, vielleicht auch eine Supervisor-Ausbildung machen, die Lust haben, sich in der Erwachsenenbildung auszuprobieren, die möchten wir schulen. Und damit möchte ich gern am Schluss hinweisen auf ein Projekt, ein Ausbildungsformat, was wir in diesem Jahr noch beginnen möchten, mit 3x4 Tagen über ein Dreivierteljahr, ein Qualifizierungskurs für Mentorinnen und Mentoren, die Ehrenamtliche ausbilden und begleiten möchten in Seelsorge. Dafür werbe ich hier ganz ausdrücklich, nehmen Sie das bitte mit, sprechen Sie Menschen an, von denen Sie das zutrauen, weil es gibt viele gute Seelsorgerinnen und Seelsorger und einige haben auch ein Händchen für die Erwachsenenbildung. Und vielleicht hatte ich das auch und bin aus der Seelsorge dann irgendwann in die Ausbildung gegangen und in die Weiterbildung. Und diese Menschen zu finden, die das gerne machen möchten und damit quasi Seelsorge in die Breite der Gemeinde und der Kirche tragen wollen. Ja, ich glaube, hier mache ich mal einen Punkt. Waren wahrscheinlich 4 Minuten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das nächste Thema ist Kirche als Familie. Der Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt ist ein ländlicher Kirchenkreis. Achso, wenn Sie eben kurz weitermachen, bitte. Noch weiter? Noch weiter? Auf die nächste Folie, bitte. Dankeschön. Genau, da sehen Sie den Kirchenkreis Haldensleben. Großartig, Dankeschön. Wolmirstedt, das ist eben ein großer Flächenkreis und sehr ländlich, südlich von Salzwedel und nördlich von der Börde und von Magdeburg. Er teilt sich inzwischen in 3 Regionen und bis vor kurzem waren es noch 4. Und das weist auf die strukturellen Veränderungen hin, die auch vor unserem Kirchenkreis keinen Halt machen. Eingehen möchte ich hier nun besonders auf die Region West, direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Auch hier gab es in den letzten Jahren immer wieder strukturelle Veränderungen. Der Pfarrbereichsgrenzen mit Pfarrerwechseln und dem Wunsch der Gemeindeglieder nach struktureller Ruhe. Jeder Pfarrbereich war eher für sich. Die Jugendkirche lief für sich. Die Kinder waren auch meist für sich, aber nicht immer. So gab es zum Beispiel auch die Kinderpredigt und die lief richtig gut. Aber insgesamt machte es das für die Menschen in den Gemeinden nicht einfacher und die Kirche mit diesen vielen Veränderungen eben auch nicht unbedingt einladender. 2018 haben dann engagierte Mitarbeiter einen Antrag an die Landeskirche gestellt, Teil des Modellprojektes Gemeindearbeit mit Familienperspektive zu sein. Und mit dem Modellprojekt und der Zusage zur Unterstützung war ein ganz spannender Prozess eingeleitet. Und er hat unsere Region ganz anders als vorher auf den Weg gebracht, den wir sonst vielleicht so nicht gegangen wären. 2 Berater standen uns zur Seite, die die hauptamtlichen Mitarbeiter und die ehrenamtlich Interessierten begleitet haben, miteinander vertiefend ins Gespräch zu kommen, Ziele klarer zu definieren und Ideen zu entwickeln. Weiter bitte.
Auf die nächste Folie. Danke. Ziel war es, gemeinsam eine Kirche zu gestalten, in der sich alle zu Hause fühlen und ihren Platz finden. Kirche als Familie zu leben, als Region und auch im hauptamtlichen Miteinander. Kirche zu leben für groß und klein, alt und jung, mit Anhang und auch ohne, gesund oder krank, wie eben in einer echten Familie. Gemeindemitglieder sollen pfarrbereichsübergreifend gemeinsam Kirche leben können. Und nicht aktive Gemeindeglieder sollen in die aktive Gemeinschaft wieder eingebunden werden. Und dazu wurden in vielen Gesprächen offline und online und in 2 Klausuren 7 Leitsätze entwickelt, die ich kurz vorstellen möchte. Auf die nächste Folie bitte. Kirche ist Familie. Als Ort der gerechten Teilhabe. Jeder kann mitmachen. Als Ort für ein authentisches Zusammenleben. Jeder darf so sein, wie er ist und ist angenommen. Kirche ist Familie als Ort für Beziehungen. Beziehungen untereinander und Beziehungen zu Gott natürlich. Als Erhaltungsgemeinschaft von Tradition, Besitz und Beziehungen. Kirche ist Familie als geistliche Lebensgemeinschaft. Über die Bibel im Gespräch sein. Als Fürsorgegemeinschaft. Wir passen aufeinander auf. Als Ort der Weitergabe des Lebens, um lebenswertes Leben zu ermöglichen. Die Zukunft ist im Blick, die Schöpfung, Inklusion und Lebensabschnittsübergänge oder die Gesellschaft. Exemplarisch will ich kurz den ersten Punkt beleuchten. Kirche als Ort der gerechten Teilhabe. Was bedeutet das? Jeder ist mit seinen Gaben willkommen. Jeder darf vorkommen mit unterschiedlichen Lebenssituationen, Ansichten und Wünschen. Jede Generation ist eingebunden und jeder kann mitmachen und sich einbringen, wie eben bei einer großen Familienfeier zum Beispiel. Da gibt es manchmal einen Kindertisch, einen Großelterntisch, einen Jugendtisch und manchmal ist auch alles durcheinander. Und Teilhabe kann stattfinden in der Gottesdienstvorbereitung, dem Einbringen von eigenen Gedanken und nicht nur von dem Ablesen von vorgedachten Elementen im Gottesdienst. Teilhabe kann auch stattfinden in den Räumlichkeiten. Hier ist die Frage, wer hat Teil an der Gestaltung von Räumlichkeiten? Warum ist das wichtig? Teilhabe stärkt die Verbindung, damit es meine Kirche wird und ich mich als aktiver Teil der Gemeinschaft fühle und als aktiver Teil der christlichen Gemeinde. Es entstehen Beziehungen mit Gott an unserer Seite. Die nächste Folie bitte. Insgesamt war es ein spannender Weg bis jetzt, aber auch nicht immer leicht. Durch Mitarbeiterwechsel in Fragestellen, Corona, ein Sich-Finden im Miteinander, unterschiedlichen Erwartungen und dem Realitätsabgleich, was wirklich umgesetzt werden kann, war es nicht immer einfach, aber letztlich sehr hilfreich. Erste Projekte wurden schon umgesetzt, zum Beispiel der Gottesdienst Einer für alle. Das ist ein Gottesdienst, der von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen gemeinsam vorbereitet wird und einmal im Jahr von Ehrenamtlichen gehalten wird, in fast allen Kirchen der Region zur gleichen Zeit. Die Konfirmanden waren auf ein Eis mit Gott und haben für alle Kirchen Holzfische hergestellt, die sie auf dem Foto sehen. Und sie achten auch peinlich genau darauf, dass es den Holzfischen auch immer gut geht. Außerdem wurden für alle Kirchen Playmobil-Kirchen angeschafft, auch die sehen Sie auf dem Bild, die Kinder natürlich begeistern. Und in manchen Kirchen gibt es eben auch schon Platz für Kinder. Und in manchen Kirchen, die das noch nicht vorgesehen hatten, ist dieser Platz jetzt in Arbeit und in Vorbereitung und die Kinder freuen sich drauf. Wir bleiben dran und sind auf einem guten Weg, dass die Region sich findet und zusammenwächst. Die Menschen das Miteinander und Gottes Gegenwart spüren und sich in aller Unterschiedlichkeit der dörflichen Strukturen geborgen und angenommen fühlen. Sie sich in der Kirche zu Hause und als Familie fühlen. Und das, finde ich, ist doch ein schöner Gedanke. Vielen Dank.
Last but not least, liebe Schwestern und Brüder, ich bin der Letzte und danke für Ihre Bereitschaft zum Zuhören. Ein paar Schlaglichter und Zitate aus der Visitation des Probstsprengels Halle-Wittenberg. Also mitten in der Corona-Zeit haben wir den Kirchenkreis Wittenberg visitiert, Evangelische Kirche in der Gesellschaft. Und ich stelle Ihnen jetzt einfach nur die Zitate in den Raum. Sie können sich dann davon sozusagen reinbilden. Bitte die nächste Folie. Wodurch wird Kirche in der Gesellschaft öffentlich wahrgenommen? Eine Erkenntnis, die uns erschrocken hat, die aber sozusagen durch die qualifizierten Interviews belegt war, durch Pfarrerinnen und Pfarrer. Und zwar sagen das nicht Kirchenmitglieder, sondern säkulare Menschen, Bürgermeister, Leiter von Gedenkstätten und so weiter. In den Orten, wo keine hauptamtliche Person sichtbar ist, fehlt Kirche. Das war sehr deutlich. Muss greifbar sein, muss erkennbar sein. Wir haben ja im Kirchenkreis Wittenberg weite, wie in Teilen anderen Landeskirche, Gemeinden sozusagen mit 21 Orten, also Prätin ausgeschrieben, das zweite Mal. Man kann sicher davon ausgehen, dass sich niemand da bewerben wird, jedenfalls im Moment, weil die Struktur so ist, dass man sie auch nicht leben kann. Aber das ist tatsächlich die Herausforderung, bis nach Holzdorf. Ist das das Problem oder eine Chance? Für uns in der Gruppe war es erstmal ein Schock zu sehen, dass tatsächlich unsere ganze Überlegung, Ehrenamtliche, die die Kirche leiten, bei den Adressaten, zwar nicht nur bei den Kirchlichen, anders wahrgenommen wird, oft sehr traditionell. Bitte das nächste Mal. Wodurch wird Kirche noch wahrgenommen? Klar, durch Kirchengebäude. Und ein klares Signal von den Interviewpartnern aus dem öffentlichen Bereich, bitte öffnet eure Kirchen. Das sagen Leute, die wahrscheinlich selten in die Kirche gehen, als Beispiel Autobahnkirche Brena. Die Bücher, die da ausliegen von den Durchreisenden, sprechen dafür, dass man Gebete in Schriftform formulieren kann. Bis man das alles durchbetet, liebe Schwestern und Brüder, braucht man Jahre. Also das füllt sich, gerade in der Pandemiezeit. Was Sie da an persönlichen Schicksalen lesen, ist total wertvoll. Und Kirche sollen genutzt werden von Kommune und Stadt. Stadtkirche Bitterfeld, wo sozusagen das evangelische Christentum Anfang des 20. Jahrhunderts die dominante Religionsgemeinschaft war und heute eine kleine Gruppe ist. Das ist die Stadt, wo wir sozusagen die Kirchen entwidmen müssen, teilweise, weil sie nicht mehr erhaltbar sind oder nicht mehr getragen werden können. Und die Stadtkirche Brena ist der Versuch, Kommune und Kirche an einen Tisch zu bekommen und in einem langen Atem das zusammenzukommen, mitten in der Stadt. Das Projekt steht am Anfang noch. Wir haben also das sei die Erkenntnis, man braucht eine kontinuierliche personelle Kontinuität, sonst ist das nicht leistbar. Und die Ehrenamtlichen sagen, bitte, wir machen mit, aber begrenzt. Also wir haben einen Bauingenieur, der sagt, ich kann nicht 40% meiner Arbeitszeit in dieses Projekt reinmachen. Das geht nicht. Ich begleite es also. Und das ist die große Herausforderung. Vor Ort, bitte nächste Folie. Dann, was wir schon in den anderen Vorträgen und Präsentationen gehört haben, miteinander statt nebeneinander. Und zwar gerade mit den öffentlichen Akteuren, auch mit unseren Einrichtungen, evangelische Schulen und diakonische Einrichtungen, die haben sehr klare Erwartungen artikuliert. Und das können wir an den Interviewantworten sehr deutlich machen, dass aus die Verbindung zur Gemeinde stärker wird, dass auch Leute geschult werden im geistlichen Leben, Andachten zu halten und dass die Pfarrerin und der Pfarrer auch bereit ist, in die Schulen zu kommen und nicht so zu delegieren. Bitte die nächste Folie. Ein Journalist hat uns, also weltlicher Journalist, sagt, Kirche muss mehr zeigen, was sie hat. Der war überrascht, was bei uns alles passiert im Kirchenkreis Wittenberg, sagten nur, da wissen das nicht so viele. Außer euch weiß das ja niemand. Ihr müsst eure Öffentlichkeitsorientierung einfach nach außen, denkt immer nicht nur von den Kirchenmitgliedern aus, die wissen das sowieso, sondern von denen, die nicht in der Kirche sind. Oder auf Medienvertreter zugehen. Also wir hatten eine Journalistin, die sagte, brauchen Sie keine Angst haben vor mir, ich habe mit Kirche nichts am Hut, aber ich habe ja nichts dagegen. Also ihr müsst schon den ersten Schritt machen und eine klare Bitte, nämlich gemeinsamer Kurs zum Beispiel mit den Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern. Rollenerwartungen klären. Nochmal bitte weiter. Genau. Und bei Bewältigung von Krisen, Mut zur Zusammenarbeit, auch wenn manches misslingt und
Die politische Couleur der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist an dem Punkt völlig irrelevant. Also die Bereitschaft, sich mit Gemeinden und Kirche zu begegnen, ist jedenfalls bei denen, die wir da haben, da. Dabei sind die meisten gar nicht in der Kirche. Aber sie haben ein Interesse, gemeinsam zu sein. Damit, liebe Schwestern und Brüder, ist die Präsentation abgeschlossen. Und ich komme zu dem Fazit, das ein sehr kurzes ist. Wir haben in 9 Blitzlichtern viel Potenzial und viel Bewegung im Spengel Magdeburg gesehen. Und die Vielfalt ist noch viel, viel, viel größer, als in diesen Blitzlichtern angedeutet wurde. Aber auch schon dieser Ausschnitt zeigt, dass wir als Kirche nicht allein auf der Welt sind und nicht für uns selbst da sind. Die Einheit in aller Vielfalt schafft Christus selbst, der das Haupt unseres Leibes ist. Und es bleibt die Frage offen, sind wir so, wie wir sind als Kirche Christi, erkennbar? Und zwar erkennbar von außen, nicht, dass wir uns selbst erkennen. Das können wir schon, wir sind ja Familie, wir wissen ja, wer der andere ist. Sondern von außen erkennbar, sind wir Salz und Licht jedenfalls so weit, dass die anderen uns sehen und hören und schmecken? Und wie kann es sichtbar und erfahrbar werden, dass Christus unser Haupt ist und bleibt? Wir haben auch die Erkenntnis gemacht, dass es so niedrigschwellige Angebote im Kirchenkreis gibt, die dann in dem Fazit nicht mehr erkennbar war, dass eigentlich die Kirche das ganze Träger ist. Es hat sich sozusagen aufgelöst. Das ist eine wunderschöne Feier. Und dann waren die Beteiligten völlig überrascht. Ach so, das ist die Kirche, die das organisiert. Das wussten wir überhaupt nicht. Das haben wir noch nie gehört. Wir dachten, das ist so eine Ortsfeier. Soweit, liebe Schwestern und Brüder, unser Bericht. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden, Mitsynodalen, auch der Technik. Jetzt stehen Bruder Jauch und ich als Dreamteam für Fragen und Antworten zur Verfügung. Danke.